Ich will dir von einem Freund aus dem Gefängnis erzählen. Er heißt Shabar Evin. Darf ich den Namen aufschreiben? Natürlich. Er war aus Bitlis oder Siirt. Ein schlichter Mann. Wie soll man sagen? Arglos. Ein Hirte. Er war neu nach Istanbul gekommen im Jahr 1995. Ein mattschimmernder Sonntag. Ich sitze im Café vor dem Bahnhof mit der grünen Kuppel und warte. Zwischen nicht gehen und nicht bleiben können. Beim Eingang sind zwei riesige Uhren und grün geflügelte Ungetüme, auf denen die Tauben hocken. Die roh behornen, verblassten Engel lächeln in einer festen Umarmung aus Stein mit ihren gähnenden leeren Mündern. Gleich wird es regnen. Die Lichtgarben, die durch die herabsinkenden Wolken dringen, legen einen perlmutterfarbenen Schleier über den Sonntag. Ich suche die zwischen den Bergen eingezwängte winzige Stadt, von einem Horizont zum anderen ab, nach Unbekannten oder Bekannten. In dieser mitteleuropäischen Stadt, in der ich die ersten Jahre meiner Immigration verbrachte, finde ich keines von beiden oder erkenne es nicht mehr. Ein Hirte aus Bitlis oder Siirt. Er ist neu nach Istanbul gekommen. Er verkauft auf der Straße gegrillte Köfte. Als er zu Nefros 95 oder 94 festgenommen wurde, bot er gerade am Platz Köfte feil. Alle waren geflohen, nur er war geblieben. Mit Politik hat er nichts am Hut. Sitzt er noch? Natürlich, er hat lebenslänglich bekommen. Die Stadt, in die ich nach fast 20 Jahren zurückgekehrt bin, ist ohne Erinnerung, ohne Menschen, ohne Leben. Der Propfen sitzt fest auf dem Gedächtnis. Umgeben von einem gefalteten Strohpapier, hauchdünnen Gedichtbänden, Kugelschreibern aus diesem oder jenem Hotel, warte ich in einem lärmerfüllten Bahnhof. Ich starre in meine eigene Vergangenheit, in die Leere des Papiers, über das ich mich beuge wie über einen Spiegel. Habe ich auch ihn erkannt im Gefängnis von Botskir, dem Gefängnis, dessen ausgebrannten Gänge, Zellen ich später im Fernseher sah? Die Vornamen auf der Liste der Toten waren mir alle bekannt, aber ich wusste die Nachnamen nicht. Nein, er war wohl nicht dort. Er muss jetzt in seinen 40ern sein, er hat 5 Kinder. Es ist, als hätte ich ihn in dieser Stadt, auf deren Berge ich zuwanderte, an diesem fremden Ort, dessen Straße ich nächtelang durchstreifte, denn ich, die Dunkelheit hinter mir nehmend, wildfremd betrachtete, von vorne angefangen. So wie ein neugeborenes Fohlen lernt, auf die Beine zu kommen, so habe ich gelernt, zu gehen, heil und auf meinem Weg zu bleiben. Völlig neue Wege, Stationen, Enden, schreiben, nächtelang schreiben. Das war dieses Land für mich. Mit einem Teil von mir sterben und dennoch auf meinem Weg bleiben. Er las als erster, was ich schrieb. Später erfuhr ich, dass er im Gefängnis auch zu schreiben begonnen hatte. Er soll ein Heft gehabt haben. Wovon erzählt er?